Kostet dann. Jetzt mal Diablo im Stream zeigen, wie ich ein Solo mach. Kostet dann nur Kohle, den Stab immer wieder auszubauen, weißt du, und den Stab halt, das Rezept musst du holen. Was ich eigentlich fragen wollte, ist, wenn du den Stab ausbaust, kannst du in den niedrigeren Schwierigkeitsstufen das Health, das Call-Level testen. Ja, klar. Aber wenn du den höllischen hast. Infernalischer Hüftenstab, oder was? Den brauche ich. Ja, Inferno Schmiedeplan. Die Inferno Schmiedeplan. Inferno Hirten Schmiedeplan heißt das Ding, glaube ich. Ja, hatte ich. Der Lappen ein, ey. Ja, ja. Gleich. Kann ich es nicht. Wenn der Typ noch da ist, so. Ja, ja, mach das dann. Ja, auf jeden Fall. Ey, ich glaub's halt. Ja. Weißt du, wie krass das ist, ey. Dem ist eigentlich, kennt einfach zu viele. Habe ich jetzt den Speicherpunkt oder habe ich ihn nicht? Geh auf keinen Fall raus, so, ey. Bin ich doch gerade. Bleib drin und lad einfach die... Und ich bin schon raus, aber ich hab den Speicherpunkt noch. Ja, ich hab gestern im Stream bei einem Schweden schon gefragt, ob er mich da reinlädt zu Inferno 4 Dark, ja, aber hat er nicht gemacht, ja. Ja, sollen wir jetzt draußen zum Messe dann das Ding kaufen oder wie das? Ne, der kann auch so einladen. Ich lade euch so ein. Einfach warten, da kommt. Ey, das ist hart, Alter, ey, wenn das Rezept jetzt wirklich da ist und ich looten kann, ey, das ist echt hart. Alter, warum sollst du nicht hier sein, du doof? Steh doch hier bei dem Händler, hab ich ja gerade gekauft. Ja, der Boss muss ja down sein, ey, das ist ja der Haken. Ey, Alter, geht durchs Portal, da steht's vor Diablo, Mann. Immer mit der Ruhe, Eis, ich stress nicht so. Ich stress doch nicht. Auf jeden Fall hast du mal den Händler gefunden. Ey, ich glaub, das Ding ist wirklich da, Alter, ey, wie krass ist denn das so? Dafür hast du dickes GZ verdient, IC so. Normal, aber was ist denn da los, Alter? Mal gucken, was da kostet. Achtung, ich hab bestimmtes Gold nicht mehr jetzt, um den auszubauen. Das ist das Problem an der Sache. Das Problem ist, wenn ich jetzt Gold gebe, also dann kann ich den Scheißstab nicht mehr machen. So, ich hab nämlich auch nicht mehr viel Gold. Scheiße, ey. 1 Million kostet das. 700.000 fehlen mir, ey. Ich hab nur 319.000, ey. Fuck. Ey, wir können da eh nix clearen, Icy, denke ich. Also, wir werden da so Probleme haben, Inferno, bestimmt, ey. Das Problem ist, ich will da mal solo rein, so, weil ich weiß nicht, ob ihr das packt. Also, wenn ich da mit 4 Leuten reingehe, Alter, weiß ich, ob ich das Getränk kriege. Das kriegen wir auch so nicht hin, so, da muss jeder, glaube ich, solo reingehen. Wenn das so wie in Akt 1 ist am Anfang, wenn man schlechtes Bier hat, dann, ey, hör auf, ey. Keine Ahnung, ich kann dir nur empfehlen, jetzt halt selber farmen zu gehen, so, und dir halt den Stab selber zu bauen, so, da du das Rezept hast. Ja, ich... Wir müssen nochmal... Ja, wo Hölle rein, oder? Wir können nochmal Hölle rein, wenn ihr wollt, so. Das Problem ist, ich will jetzt letzte Zeit vom Stab haben, verstehst du? Dann kann ich... Ah. Raus. Wer ist ein falscher Akt, ey. Gina, bist du jetzt ruhig? Leute, jetzt nur mal so eine Zwischenfrage, so. Was denn? Hab ich jetzt bis Inferno das oberste Übel alle Quests frei oder was? Natürlich nicht. Ja, warum kann ich die dann auswählen so? Kannst nur, ja, bist du doch normal oder so, du Affe. Nee, es steht Inferno, das oberste Übel kann ich auswählen, ey. Ja, ja. Ja, ist doch normal, weil das der letzte ist. Also hast du somit die Quest freigeschalten, weil du uns da hingezogen hast, so. Das funktioniert so nicht. Du musst zumindest eine Subquest selber erledigen, erst dann ist gespeichert. Das heißt, okay. wenn du drinnen bist, wenn Israel stirbt, dann hast du es auch später zum Auswählen. Aber vorher kannst du nur rein am Anfang fallen, das oberste Übel, und das ist vor Israel. Also das kannst du nicht einfach so holen. Du kannst ja sowieso, weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber es gibt sowieso den Trick, wo man durch die Schwierigkeitsgrade, was sie sich durchschummeln kann. Du gehst auf Nightmare, gehst auf das oberste Übel, in ein Public Game, gehst raus und gehst auf, glaube ich, auf Quest ändern, glaube ich, und dann auf Fortsetzen, dann bist du automatisch in das oberste Übel, aber auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, also auf Inferno. Ja, sowas habe ich gestern schon gelesen, aber ich habe es nicht hingekriegt. Da war ein Guide dazu, um sich die Schmiedepläne zu holen. Es bringt dir nichts, ne? Weil du musst es sowieso ISO erlegen, ne? Du musst sowieso, ja, und das ist... Ich meine, wenn du es schaffst, schon, aber... Also wie es geht, ist ziemlich einfach. Du stellst in...
In irgendeiner, also im, ich würde es in hell. Ach, in, hell machen, in hell stellst du den, also gehst du auf Public Game, hell, und zwar das sowas da über, und dann sobald du drinnen bist, gehst du raus und gehst auf Quest ändern, stellst nichts um, das sollte automatisch ausgewählt sein, Inferno oder sowas da über, und dann gehst du auf Spiel fortsetzen und startest automatisch dort. Ne? Nicht schlecht, ey. Keine Ahnung, mir bringt es einfach nichts, wenn ich jetzt da, das Problem ist, diese Sachen, die du da, die da droppen, ich glaube nicht, dass die bessere Stats haben als meine in der Hölle, weißt du? Not enough discipline. Du meinst Hölle da? Ja, die ich schon habe, so ist das Problem. Ja, das werden ungefähr deine Werte sein, so sage ich mal. Du hast ja Akt 1 Inferno Gear, nehme ich jetzt mal an, so. Ja, Akt 1 renne ich durch, man tankt die ganze Inni. Ja, und somit wird wahrscheinlich... Ich nehme schon an, dass das nur für Akt 1 Inferno ist, was da jetzt Hölle droppt, weil es gibt ja nochmal Inferno Q-Level und im Inferno Q-Level nehme ich an, ist Akt 4 Zeug drin vom Inferno, weißt du? Ja, das Problem ist so, ich denke, dass ich da diverse Sachen tanken kann. So, und deswegen, ich will es einfach versuchen, weißt du? Ja, ich würde auch versuchen, weil ich kann zum Beispiel momentan nicht in Gruppe Inferno Akt 1 spielen, weil die Mobs dann so stark sind, dass sie mich teilweise mit zwei Schlägen einfach umhauen. Das musst du aber nicht schaffen im K.O.-Level, Mann. Ich muss zum Beispiel immer alleine in den Akt 1 Inferno momentan rein. Und so kann es aber auch im Q-Level sein, ja, wenn du in Gruppe reingehst, dass die Mobs so stark sind, dass sie dich alles one-hitten. Also bei dir nicht, aber halt bei mir wahrscheinlich wird das der Fall sein. Und den also wenn ich das Teil kriegen sollte, werde ich gucken, dass ich einen Stab irgendwie ausbaue, so schnell es geht, irgendwie. Dann werde ich euch natürlich inviten und dann gucken wir mal, wie es ist. Sagen wir es mal so, wie viel Gold hast du momentan, Icy? 1,3 Millionen. Das heißt, du brauchst noch, lass ich kurz überlegen, 500.000. Dann kannst du alle Stäbe komplett fertig machen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, scheiße. Heal me. Wo ist denn der nächste Speicherpunkt eigentlich? 600.000 fehlen dir? Mir fehlen jetzt 700.000, bevor ich ihn herstellen kann, und die kriege ich heute nicht mehr zusammen, da bin ich mir sicher. Ja, das Problem ist, ich weiß, dass ich da, also dass ich, ich würde sie dir geben. Nee. So, aber ich weiß, also, weil wenn ich es nicht schaffe, wirst du es niemals schaffen. Erstens das und zweitens, weißt du, dann muss ich 1-2 Tage wieder farmen, um dir das Geld gleich wieder zurückzugeben und so. Lieber farme ich mein eigenes, so. Ich weiß, das ist nett gemeint und so, aber es bringt uns nicht viel, wenn wir dann beide reingehen und ich nix da killen kann, weil ich immer direkt tot bin, weißt du. Mir fehlt annähernd überhaupt das Gear, um in Inferno Akt 1 was zu legen. Ich bezweifle, dass ich ja, da überhaupt... Ja, aber wenn ich da reingehe und tank alles, ist das nicht das Problem, wenn du Damage machst? Ja, okay, ich weiß nicht, das, so, Problem, aber ist, das Problem ist, wenn ich dann nicht, wenn ich das Ding, weil wenn ich das wirklich farmen kann alleine, brauche ich nicht jedes Mal, um das Ding aufzumachen, auch wenn du nicht da bist, verstehst du, und das hat das Blöde in der Sache, deswegen hätte ich den Stab gerne selber. Ja, ich würde dir den Stab ja auch geben, wenn der handelbar wäre, aber es geht leider nicht, der ist Account gebunden. Ja, ich weiß, und die ganzen anderen. Halt. Ja, sonst hätte ich gesagt, komm, investieren, was für die letzten Items, was du dir. Es ist auch nicht schwer, das mit der Höhle des Frosts ist einfach eine Sache der Geduld, ja. Ich weiß, ich habe die gerade ja gefunden, aber war ja irgendwie blöd zu, die Kacke. Ja, also wenn du die Höhle findest, hast du immer noch das Pech vielleicht, dass der Mob halt auch nicht drin ist. Das ist halt auch noch der Haken der Sache. Wo wollen wir lange rechts, oder was da? Wie gesagt, mach dir da überhaupt keinen Stress. Ich würde jetzt erstmal gemütlich gucken, dass ich den ersten Stab fertig kriege. Wenn du den fertig hast, kostet das dann 150.000 oder so zum Herstellen. Warte mal bitte kurz. 50.000, warte mal, da ist was Gelbes. Wenn er was Tolles für mich dabei hat, wird natürlich schön, wenn er mal an mich denkt, ne? Ja, klar. Das Schild vorhin habe ich ja auch gepostet, aber mir war irgendwie schon klar, dass das schlechter ist wie deins. Ja, das sind alles Dinge schlechter als meins wahrscheinlich. Ey, die scheiß Viecher hauen voll rein hier bei mir, ey. Damage Reflect. Ach, da ist ein Goldener, ey. Hab mich schon gewundert eben, warum ich so viel Damage kassiere. Ach Gott. Ein Damage Reflect ist, ja. Ich
brauche unbedingt 1-2 Items mit plus 50 Widerstand, ey. Ich dreh noch durch, ey. Ich krieg nichts aus dem Markt. Alles so teuer, ja. Die wollen da 200-300.000 für eine billige Hose mit 30 Widerstand, ey. Die ist schlechter wie meine 40er Hose als Beispiel, ja, vom Damage und vom Ausdauer, aber halt Widerstand drauf. Ey. Ich muss den Scheiß verkaufen. Ey. Hier ist der Goldene. Boah, scheiße Eis. Also wie gesagt, wenn ich tanken kann. Also ich werde euch auf jeden Fall mal mit reinnehmen, bloß halt nicht, Alter. Ich mach euch auch deren jedes Mal auf, ihr wisst ja, ich bin eh immer da. Dann irgendwie wird man das schon hinkriegen, dass wir da drin farmen können, so. Wenn irgendeiner den Stab hat, weißt du was man. Ich werde mich auch direkt melden, wenn ich die Miller hab und sagen, ey yo, ich hab den Stab zusammengebaut hier, weißt du? Wer weiß, vielleicht krieg ich's heute noch hin, wenn ein paar Leute aus dem Auktionshaus was kaufen von mir, dann kann sein, dass ich die Mille zusammenkriege. Ja, ansonsten zeige ich dir mal, wie man durch Act 1 durchläuft, dann kannst du die Sachen im Hafer ticken. Dann teilen wir uns die Kohle. Ich brauch dringend selbst hier, damit ich selber mal Inferno spielen kann. Die letzten 3 Tage ist ein bisschen ärgerlich für mich, weil nichts droppt, gescheit ist mit Widerständen. Ey, hast du den... Ich hab gestern einen Screenshot gesehen von dem Mage, der World First Diablo gemacht hat. Der hat sich ja durchgestorben einfach und ist zu Diablo World First gemacht, ja. Der hat 180 Vitalität gehabt, ja. Gesamtlife von 7k. DPS 50.000, ey. Hat er ohne Scheiß, dass mit so das Spiel überhaupt geht. So, Blizzard wird dann nicht komplett getestet, ja. Ein Mage, wo eigentlich one-hitted wird, also jeder Mob one-hitted den in Inferno. Und trotzdem hat er es gepackt, so, weißt du. Halt. Ja, gut, damit ist auch darauf ausgelegt, dass man nicht doch immer HP haben muss, um Damage spielen zu können oder spielen zu können. Nee, ist aber trotzdem Blizzard Fail, dass man dem Skills gibt, dass er komplett ohne Schaden immer überleben kann, ja. Und hallo, das ist ein scheiß verfickter Witz, ey. Da wundern die sich überhaupt noch, dass Diablo in der ersten Woche gefallen ist. Ha! Da wundert sich gar nicht. Genauso wie das in Hard Exploit ist auch schon gefetcht worden. Sicher also? Ja. Ja, ich hab sogar an den Patch Notes. Ich hab's nicht gelesen, keine Ahnung. So, ich hab's gelesen. Ja, ich bin weg, ich hab's in meiner Leber gefahren. Aber trotzdem. Aber ich find's nicht tragisch, dass er dann nerv ist. Es wurde einfach nicht alles getestet, ey, von Blizzard. Jede mögliche Skillung wurde nicht getestet und deswegen ist sowas rausgekommen. Eine reine Burst-Skillung. Wobei ich sagen muss, ey, mit den 2 Skills von Barbar fühle ich mich auch leicht OP, okay, wenn ich. Die 2 Dinger. Vielleicht. Dann fragt man sich, wie ich verzweifelt bin. Hat man hier rum. Ja. Wo ich das im Stream gesehen habe, habe ich gedacht, das ist Witz, Alter. Wie viel Damage der mit Schild und Einhandwaffe gemacht hat, das ist 10 mal mehr gewesen wie ich, so weißt du. Ja, das Problem ist einfach, du kannst beim Bahn nicht auf DPS tun. Es geht einfach nicht. Es ist einfach. Es ist eine Equip-Sache, Icy, mehr nicht. So, ist klar, dass du am Anfang halt da nicht durchrennst mit 2 Einhändern und du auf Schild ein bisschen mehr. Glück hast, wie denken so. Aber warte mal ab, ey, warte mal ein halbes Jahr. Wenn ich leicht equipped bin, Alter, dann fliege ich mit 2 Einhändern da durch und kein Mob macht mir mehr Schaden, so. Ja, das ist ja normal, Mann. Das ist halt Diablo, so. Ist das Leben, so, hier, weißt du. Aber ich farm lieber im Tank hier, dann kann ich immer noch meinen Rest farmen, wenn ich da solo bin. Ich verstehe dich auch. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es mache, aber ich habe keinen Bock da drauf, ey. Ich habe 5 Jahre lang WoW mit Schild gespielt, Krieger, ja. Das gebe ich mir hier nicht, ey. Es war von Diablo, war angesagt, dass du hier mit allem alles clearen kannst. Und das ist auch möglich, da bin ich mir zu 100% sicher. Wenn du gewisse Werte erreichst, dann kannst du auch mit der stümperhaftesten Skillung Diablo legen, ey. Ja, sicher, Mann. Aber um das zu machen, brauchst du erstmal das Gear so. Und das Gear, das kannst du nur erfahren, indem du fahrst. Also das Gear kannst du nur erreichen, indem du fahrst. Du kannst nur fahren. Ist der Mob. Genau. Also das, was er eben gesagt hat, das ist genau der Grund, den ich anpeile zum Beispiel. Weil ich kein Loot-Glück habe, habe ich 2x Hölle geklärt gestern und vorgestern, habe 2 Millionen Cash eingesammelt und habe angefangen im Auktionshaus meine Items mit Widerständen zu kaufen. Hier war gerade ein Mob, Mann, der sah genauso aus. Unterarm. Weil so, im Endeffekt kann es jeder schaffen. Ein Kumpel von mir hat zum Beispiel jetzt aufgehört zu spielen, weil er gesagt hat, Inferno ist zu schwer, er wartet auf Nerf. Der wird nie kommen, der Nerf. Doch, Inferno ist nicht mehr. Der kommt sicher. Ich habe sogar schon angekündigt. Hey, der wird nicht kommen, so, ey, der könnt ihr drauf warten, so, Inferno ist für Pro-Gamer erstellt worden und nicht für jeden Hans Wurst. Ja, bei Shield hat heute schon gepostet, dass sie ihn gerne verändern werden.
Ey, wenn es nerven, hör ich auf zu spielen, garantier ich dir. Ja, du hast das Spiel nicht gekauft, so, ja. Ich brauche eine Herausforderung, so. Und das ist das Gear mit Widerstand jetzt erstmal farmen und etc., ja. Und wenn die mir das wegnehmen und sagen, yo, jetzt kann jeder Arsch ohne Widerstand durchrennen, wenn du genug DPS hast, dann, ey, bin ich wieder im WoW-Fall. Ja, die haben nur gesagt, sie werden es verändern, ob sie es nerven oder was anderes machen, weiß ich nicht, also. Abwarten einfach, wie es dieses gestalten so. Es sind schon zu viele durchgekommen durch Inferno, ist schon lächerlich wieder, weißt du, weil sie sich an den Champion Tags vorbeischummeln und dann einfach die Bosse killen, weil die Bosse easy sind. Ja. Das ist doch schon eine Frechheit irgendwo so. Was sind wir da eingeklemmt, ey? Das Schlimmste sind die Blue Packs, Mann. Ganz klar. Ich dachte, dass irgendein Gelben ein bisschen Damage macht. Die Gelben sind echt einfach. Gelbe mit unbesiegbaren Minions ist ein bisschen blöd. Ja klar, aber wenn du so Blue Packs hast mit Feuer, dann mit diesen Geschossen da, dann hast du noch Frost drin, dann hast du die Laser drin und du hast noch so ein Binding drin. Du weißt, was los ist. Das Schlimmste ist wohl, wenn Blaues und Goldenes zusammenkommen und dann alle Attacken auf einmal Gift, Feuer, Laser. Dann hast du keinen Schrank. Ich habe eigentlich auch nicht gedacht, dass Inferno so ein harter Abstieg ist. Also nochmal so extrem von Hölle auf Inferno. Aber ja, aber so, das habe ich mir schon gedacht. So, aber das dann, das ist von Akt 1, Akt 2. So todespervers. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, jeder Akt wird ja schwerer in Inferno, also richtig schwerer. So. Naja, ich habe eben mal Dingens gelegt. Schon mal bei Diablo hab ich versucht. Der war schon lustig. Ich kann mal so da den einen Barbar, wo ich gesehen habe, seit ich den Stream gesehen habe, da weiß ich, dass auf Inferno für einen Barbar so einfach sein kann, wenn du ein gewisses Resi-Cap erreichst, ja. Dann kriegt er Hits wie in Hölle ganz normal so und das ist locker auszuhalten. So. Selbst Akt 2 und 3 hat er solo geklärt und auch den Boss so. Da war ich schon recht erstaunt, weißt du. Eisschlaghöhle, ey, nenn die's falsch. Wenn die da ist, kannst du direkt resetten. Dann wird schon dabei. Der Mob hier, ausgewichen, geblockt. Ich hab 4 gelbe Items den Run gekriegt, ey. Viel besser wie mit dem Ding, ey. Viel besser wie mit Icy, ne? Ja, viel besser als mit Icy, ich hab das schon mitgekriegt. Nee, ne, du weißt es nicht, dann. Wir sind diesmal ohne Buffs rein und trotzdem mehr Loot gekriegt, weißt du? Das ist nur wieder ein IC. Und wieder ein IC. Du hast Lager an IC, ja. Ich bin nicht sicher, das Lager an IC. Da ist schon wieder ein blaues. Ne? Damage Reflex. Ist so lustig. Wenn ich immer meine Angriffe stacke. Und dann kommt der Damage Reflect. Dann geht's im Zug. Oh, scheiße, ich da reinhauen will. Scheiße, der Laser hier. Eisschlaghöhle jankt mit der Sick aus. Weißt du, da siehst du schon eine Höhle, bist schon froh und dann kommt dann noch die andere Kacke. Fallen oder so? Ich ehrlich bin gegen mir das sogar ein Tick zu schnell mit dem Stabfahren da. Ich hab da erwartet, dass das mehrere Tage, Wochen dauert sogar. Ich hab alles instant gehabt, kannst du die Leute hier fragen. Ich hätte alles instant einfach. Okay. Außer das jetzt. Also 6 Stunden habe ich ungefähr gebraucht, so für alles herzustellen. So. Aber das war mir trotzdem noch zu schnell, meiner Meinung nach. Also ich bin froh, dass ich schnell gekriegt habe, aber trotzdem halt irgendwie schwach so. Hätten die machen müssen über WoW, also wenn du so ein Dingens gefarmt hast. Hör auf, ey, da. Ich hab 4 Jahre lang selber Instanz gekriegt, um irgendeinen Schwuchtel-Scheiß zu kriegen, ja. Hab so gemacht. Das will ich mir nie mehr antun, ey. 3 Legendaries gefarmt in 6 Jahren, ja. Ey, hör auf, man. Hab so gemacht. WoW ist einfach nur
grottenschlecht, Alter, weißt du, wenn ich mir überlege, dass da teilweise 4% angegeben werden als Droplug, ja, du die Instanz aber 1000 Mal clearst teilweise und trotzdem nicht, kein Land von dem Teil siehst, wo du haben willst, ja. Weißt du, wie lang, ey, ich bin mit dem Kumpel, wo der Tiger, so ein Go-Tiger. Boah, hör auf, ey. Ey, ich bin da, glaube ich, 1,5 Jahre reingegangen. Einfach um dieses scheiß Ding zu fahren, weißt du, andere waren da 3 Wochen drin, hatten das Vieh. 3 Wochen, ey, hör auf, ey, also, ging mir genauso, ey. Ich hatte einmal Glück, mit dem blöden Twink habe ich diesen Raptor gekriegt. Beim allerersten Mal auch noch, ja. Aber den Tiger habe ich nie gekriegt, ey. Ich hab viel gekriegt in WoW, wo ich sagen muss, ich habe am Anfang gedacht, ich erreiche es nie und am Ende habe ich so ziemlich jeden Schrott gehabt, wo ich haben wollte. Was mir gefehlt hat, war der Tiger und das Phoenix-Ding, ey. Sonst habe ich so gut wie alles gehabt, ey. Oh, das habe ich nach Falti. Aber ich sag mal, viel Farm auf meinem täglich 10-12 Stunden Socken und so nach der Arbeit, ey. Kaum gepennt, immer 4 Jahre lang, weißt du. Hab ich auch. Noch dann. Ja, ja. Ist kein Leben irgendwie so. Ich bin froh, dass ich kein MMO mehr zocke so. Ja, hat schon voll Bock gemacht. Also ich kann nicht sagen, dass das... Das stimmt, ich war am Anfang zugesetzt. Ich hab bei der Zelt vor Feld gespielt halt, so Top 30, World und so. Hat schon echt Bock gemacht. Das war dann... Ja, das Problem, das Hauptproblem an dem Ganzen ist, dass man nicht davon leben kann. Ja. Das gibt zwei Möglichkeiten, wenn man ist arbeitslos, das aufgeschlossen ist. Oder man arbeitet nebenbei, man kann man nicht so viel zocken. Ich glaube eher ist das Problem, dass es kein Ende hat, weil man will immer der Beste sein und will sich mit den anderen messen und will nicht am Schlusslich sein und aus dem Grund steckt man viel Zeit und alles rein. Das Problem ist halt, dass alle 3 Monate alles von vorne wieder anfängt und du den ganzen Scheiß wieder anfangen kannst, weißt du? Und somit, keine Ahnung, meiner Meinung nach vergoldest du ein Leben in einer Online-Welt, ja. Und WoW ist cool, es macht Spaß, es geht viel Zeit rum und alles, aber trotzdem machst du dein Leben damit kaputt, so meiner Meinung nach. Auch wenn man es unter Kontrolle hält und täglich nur 2 Stunden spielt, es ist schon zu viel Zeit, weißt du? Mhm. Überleg mal, du gibst für virtuellen Scheißdreck, der in 10 Jahren nicht mehr existiert, weil Blizzard die Regel hat, dass alles, was auf den Servern ist, gehört denen, ja? Du unterschreibst somit nur die Rechte, den Server anzumieten für den Zeitlauf. Mehr nicht, wie auch hier bei Diablo. Wenn sie keinen Bock mehr haben, schalten sie Diablo ab und dein Charakter ist dein Leben lang weg, so, weißt du? Und du hast hier virtuelle Zeit reingesteckt, wo... Keine Ahnung, also meine Freundin lacht darüber dann, weißt du, so. Du, ich hab keinen Freund, der hat eine Scheune gebaut, 1,5 Jahre lang, und hat ihm 200.000 Euro gekostet, eine riesige, und dann ist eine Springflut gekommen und ist wieder weg, also... Also, so ist das Leben normal, ne? Ja, weißt du, sowas tut mir aber unheimlich weh, wie zum Beispiel mein WoW-Charakter, wo 4-5 Jahre jetzt alt ist, ich hab fast alle Folge und sowas, ja. Keine Ahnung, es tut voll weh, damit nicht mehr weiterzuspielen, weil ich so viel Zeit und so viel Geld schon investiert habe, ja. Aber trotzdem, irgendwann muss Schluss sein, es muss eine Grenze irgendwo geben, wo man sich selber sagt, jo, man verliert vielleicht auch mal den Halt so zum Bezug, was besser ist, so. Ja. Weil MMO sag mal so, wenn du lieber zu Hause sitzt und WoW spielst, als irgendetwas anderes zu machen, dann wird das schon seinen Grund haben, ne? Das habe ich 4 Jahre lang betrieben. Wenn jemand hier angerufen hat, habe ich keine Zeit gehabt und so, weil ich raiden musste, andere Dinge. Ich habe Rockets gespielt, wir haben Geld gekriegt dafür, dass wir Sponsoren-Ding vertrieben haben auf Turnieren und anderen Scheiß und alles, ey. Weißt du, unsere Gilde ging es richtig runter, ging es um Geld und alles so. Also es war ein Multigaming-Clan, da ging es auch. Wegen Call of Duty haben wir auch Geld gekriegt, aber auch wegen WoW, weißt du. Und das sind halt Sachen so, wenn du morgens aufstehst, ey, gehst zur Arbeit und denkst rund um die Uhr nur an WoW und das jahrelang so, ich weiß nicht, irgendwann machst du deinen Kopf damit kaputt, weißt du, weil es existiert ja damit gar nicht so, wenn du, es ist halt nur virtueller Kram, weißt du. Ich glaube, du überziehst es ein bisschen.